Werkzeuge des Meisters. Die Werkzeuge des Ruben? Meint er etwa Ruvik? Zahlen sind irrelevant. Sie haben bekommen, was sie gegeben haben. Und sie haben einem höheren Ziel gedient, meine Forschungen vorangebracht. Das war nicht bloß Forschung. Das, was diesen Menschen zugefügt wurde, diese Fall... Dieses Ungeziefer, diese Mikroben, sie sind mein und ich verfüge über sie. Mit einem hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion nah. Das ist abscheulich. Das ist mein Wille. Die alten Gehirnchirurgen. Notiz aus Keller im Anwesen. Mit mir wurden meine Kinder genommen. War es Schicksal? War er es? Doch nicht mein perfekter Sohn. Es war das Feuer. Es hat alles zerstört, alles fortgerissen. Die Kinder haben sich verändert und er denn so auch. Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern, sie beschützen. Aber jetzt sagt er, sie sind weg. Wie kann es sein? Eine Mutter würde so etwas spüren. Ich höre immer noch die Stimmen von meinen süßen Jungen. Sein Lachen und immer aus dem Keller, da kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Was ist das hier? Ein Eisbolzen. Was haben wir da oben am Stöchen? 2000, da brauchen wir gar nicht rein. Boah, so kranke Dinger hier. What the fuck? Hallo? Hier hat gerade was gestöhnt. Das Seil ist weg. Das muss ich nicht verstehen. So, nochmal einen guten Cocktail. Kann man da nicht durchschauen, what the fuck? Ich will es sehen! Was? Hallo? Ist mich hier im Hof oder wo ist das hier? Das erinnert mich so krass gerade an Outlast. Das ist unglaublich, wie mich das gerade einfach nur an Outlast erinnert.
Ich brauche Deckung. Was? Hallo? Wo schießt der? Das ist Wahnsinn. Alles klar, meine Junge. Stell dir mal eine genüssliche Pasta. Ach, da oben. Echt krank hier, what the fuck? Okay, hier geht's immer nach oben. Oder eine Knarre da. Was bei dir ja nicht in Ordnung, Alter? Was hat der denn da? Eine Shorty? Komm, jawohl. Was soll das sein? Batterie. Die große tragbare Batterie wird benutzt, um elektrisch ausgerüstet bei Stromausfällen zu betreiben. Okay. Was ist das? Was soll das sein? Müssen wir jetzt da runter und da durch oder was? Wir haben jetzt eine Batterie gekriegt. Ah, das kann ich, mein Lieber, das kann ich.
Wissen wir da durch? Ich weiß es nicht. Hallo? Ich will da drüber mal. Hä? Was müssen wir machen? Wow. Okay. Da da da. Nachladen. Na, Gott sei Dank. Rimmer die Sach Cocktails, ey. Wow, hab ich mich gerade erschreckt. Ach du Scheiße. What the fuck? Ah, da hab ich mich gerade erschreckt. Ja. Wo kam das jetzt her? So, das hat mir auch gerätselt. Ich will ja nie runter. Was zur... Hallo? Was war das denn gerade? Oh mein Gott. Jetzt wird's gleich spannend. No way, wir kriegen zu viel Zeug. Huh.
Fängt mal an. Was? No? Die Bombe aktiviert nicht bei denen. Uah. Wieder eine Batterie. Und streichelt. Und da kamen wir. Das ist eine Flasche. Was ist dieser Typ denn bekannt? Okay. Ich dachte, da kommen jetzt die gehen los. Ich will auch gerne mehr zurück. Hier ist noch ein Seil. Aus. Komme ich da durch, um das da zu aktivieren? Das geht doch gar nicht. Warte. Sehr gut. Ja, wenn wir da durchklauen, haben wir das in die Fresse gekriegt. Ah, okay, verstehe, verstehe. Ja, verstehe.
der hat uns erwischt. Geht das jetzt raus hier? Was war das denn gerade? Wow! Das Ding hat uns beinahe gegrillt. What the fuck? Bin ich denn blöd, ey. Da bin ich mir alle nochmal mein, ich hab keine Lust. Dicky! Wie viel das abzieht, ey, come on. Ich streck da auf schießen. Ich kann nicht rennen. Okay, was? Was? Wie sind wir jetzt gestorben? Die Werkzeuge des Meisters. Mein lieber Scholli. Erste Runde lief besser. Elektrisiert sind. Schieß doch!
Ich habe das Gefühl, das war's mit dem Fino, ne? Warte mal, jetzt sind wir hier beim Frostbolzen, kann man einen herstellen. Was ist das hier? Qualbolzen herstellen. Was sind die normalen? Plantbolzen. Ich mich erschreckt, ey. Komm, Konzentration jetzt. Hier bei dem Grill schieben sie alle raus. Ich da jetzt durch? Bis hierhin kann ich hin. Aber ich muss doch durch die Tür. Hallo? Hier ist eine Leiter. Ich möchte speichern, hallo. Was ist das für ein Ort? Sebastian, ich weiß es nicht. Wir haben gespeichert, das ist schon mal sehr viel wert. Oh fuck, das sind zwei! Ich bin sowas von tot, Leute. Komm, 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 komm. Komm, komm. Ich habe Agilität, mein Lieber. Ich habe Agilität. Ich habe keinen Schuss mehr. Sebastian 1, Bestie 0. Zwei Schuss ist sehr. Naja. Was soll ich sagen? Zwei Schuss ist in dem Spiel gar nichts.
Was war das für ein Vieh? Den haben wir doch schon besiegt. Den haben wir doch schon besiegt, oder? Da krabbelt was dem Fenster hoch. Boah, mir ist gerade so heiß. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall, durch jene verursacht, die mich vernichten wollen. Dort in der Dunkelheit, wo nur die Trugbilder meines Geistes mir Trost schenkten, mich verspotteten. Dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie. Tief in mir wusste ich, dass sie nur eine Erscheinung war. Doch ich sollte mein Gesicht und was ich verloren hatte, wiederbekommen. Ich sollte sie, meine geliebte Schwester Laura, wiederbekommen. Krank. Krank. Tagebuch von Sebastian. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen. Das gehört zu dem Beruf, den ich gewählt habe. Und es war nie leicht. Aber das war nichts vergleicht mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde 1 Million Mal mein Leben geben, um es zu verhindern. Aber ich kann es nicht. Ich fühle mich so hilflos. Als sie den kleinen Sarg in die Erde hinabließen, der Schmerz ist unerträglich. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen. Ich mache mir Sorgen um Maria. Der Verlust hat sie schwer getroffen und ihr Umgang damit ist nervenzermürbend. Sie will allein sein, bleibt die ganze Nacht über wach, sagt, sie arbeitet, um nicht das Unglück denken zu müssen, aber sie scheint nicht immer mehr zu verschließen. Ich weiß, was häufig passiert, wenn ein Paar ein Kind verliert. Ich hoffe, dass es wir stark genug sind, dass es nicht so weit kommt. Haben Sie etwas vergessen? Haus abgebrannt, Tochter von Polizeibeamten unter Opfern. In der abgebrannten Haus wurden die Überreste von Lilly und dem Kindermädchen Juanta gefunden. Beide Eltern, die des verstorbenen Kindes, arbeiten für das Criminal Police Department und waren zum Zeitpunkt des Feuers im Dienst. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Wir haben hinten noch was vergessen. Ich hoffe, es ist noch dort. Ja. Ein Elektroblitz. Haben wir eigentlich einen Schlüssel? Nein, wir haben keinen Schlüssel. Haben wir einen Schlüssel? Neunzehntausend haben wir. Was nehmen wir mal? Maximale Sprintdauer kostet jetzt 30.000 plus 10 Sekunden Lebensdauer. Das ist kritisch erhöht.
Ah, das klingt doch ganz gut. Plus 30%. Schnell speichern und dann geht's weiter. Schnecke, du bist sehr, sehr gruselig. Und geil. Ist doch schon wieder diese ekelhafte ja, wir können sie sogar treffen. Ah, nicht schlimm ist, dass wir da runter müssen und diesen Fahrstuhl aktivieren müssen. Und sie konnten wir nur mit Feuer besiegen. Das jetzt öffnen, lasse ich sie raus. No? Gib mich auf! Hallo? Boah, das hier ist so ekelhaft, ey, mein lieber Scholli. Und ich muss wahrscheinlich zurück. Scheiße, ich wollte gucken, was da noch rumliegt, ey, Mann. Okay, hier wird ein bisschen. Ein paar Schüsse. Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Jetzt haben wir umsonst so ein Eisbolzen verschwindet. Scheiße. Das ist ein Schlüssel. Wie komme ich da hin?
Wir müssen nicht zurück, oder? Come on. Ich will da rein. Hallo? Was? Haben wir jetzt den Aufzug aktiviert oder was? Muss ich jetzt zurück? Medica, wo müssen wir hin? Na, jetzt duckt er sich, come on, ey. Guckst du an. Ich hasse dich. Geht er nicht schneller aus? Warum geht er nicht schneller aus? Komm, 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 komm! Nee, come on, ey. Aber Flintenmunition.
Nein, ich habe zu lange gewartet. Was will ich machen? Lass mich raus! No way! Ich kann nicht mehr rein! Oh mein Gott, ich sterbe! Wo ist es? Wieder aus. Ja! Ein bisschen leiser machen das Mike, warte mal. Ärgerlich, es kotzt mich an das Gerät. Es kotzt mich gerade an. Ich hasse dieses Vieh, das kriegt Gänsehaut. Du bist eklig, du bist fett. Du bist bäh. Na komm, gut. Ich muss da rein. Was willst du da machen? Mann! Jetzt haben wir das umgeleitet, die Flammen. Nicht ausrufen! Willst du mich verarschen? Lauf, Schlampe! Oh, ich habe hier noch eine Hand vergessen. Ah, ist ja eh schon los. Müssen? Nein! Nein! Ich will nicht sterben! Komm mal!
Nein. Das war so dumm von mir. Wir müssen den Hebel bewegen. Das war da hinten. Keine Zeit. Was? Ich hab doch gemacht! Come on! Ey, dass das so lange dauert, bis diese Flammen ausgehen. Den Hebel gewinnt, damit das nicht ausgeht. Achtet darauf, welche Geräusche bestimmte Gegner machen. Ja. Es ist einfach so unfassbar, dass wir dieses Vieh nicht besiegen. Mann! Na super. Oh, diese Alte, die geht mir auf die Eier. Jetzt bin ich schon tausendmal gestorben. Mann, ey. Ich häng fest! Da mache ich mir jetzt noch.
Komm, geh aus, komm schon. Wo ist sie? Oh Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Oh shit! Boah, du bist so süß. Ich helf dir, komm! Für wen hältst du dich? No way, go away. Ich weiß, wer du bist, Sebastian. Ich weiß, wonach du dich sehnst, was du fürchtest. Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Joseph konnte es nicht. Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer. Sicher. Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Wir gehören ihm und er wird mich benutzen. Nein, nein. Aber dann nur mit Kondom, bitte? Es geht verdächtig tief nach unten. Tja, sonst okay, jetzt hab ein bisschen runtergedreht. Na, wie sind wir denn? Scheiße, schon wieder hier. Hey, das war doch der Ausgang hier von dem Haus. What? Hallo? Hä? Müssen wir irgendwo anders sein? Das ist doch falsch hier. Hallo, wir sind falsch, hallo. Aber die Speichertür, die keine Speichertür mehr ist, die hier. Da liegt aber jetzt eine Karte. Die ist zu. Was hat er da gerade gemacht? Da wird die hier wahrscheinlich auch zu sein. Und die da wahrscheinlich auch. Und wir müssen wieder dort durch. Alter, das Spiel ist so gruselig. Gestern habe ich mich so erschreckt, Digga. Boah, da bin ich ja bald geplatzt. So, hier haben wir schon mal einen. Ach stimmt, hier hatten wir die ganzen Flashbacks. Wir sind ja gar nicht weitergekommen hier. Polizei. Was macht er? Doc, was zur Hölle soll das werden? Ein Versuch, uns zu retten. Wirklich? Es sieht eher so aus, als würden sie ein weiteres Monster erschaffen. Ich habe für sowas keine Zeit, Detective. Ich auch nicht. Leslie war schon einmal hier und kam zurück. Er hat die Verbindung mit Ruvik überlebt. Und zwar als einziger, soweit ich weiß. Wundervoll. Und was hat das mit all dem hier zu tun? Es ist unser Weg raus, Detective. Unser einziger Weg zurück. Dieses Geräusch! Nein, es funktioniert.
Wo bin ich schon vorbei? Gott sei Dank, es funktioniert. Leslie, alles okay? Es sollte doch. Warum hat es nicht? Das ist es. Deshalb. Doktor, weg! Er will dasselbe wie wir. Er will raus. Er ist schon wieder weg. Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Hör mir zu, verdammt! Was ist der? Mein Gott, ich komme. Was? Das ist unser Zimmer. Ruvik ist jetzt wohl ziemlich sauer. Ein Stem-Terminal zerstören? Hätte nicht gedacht, dass er so weit geht. Hä? Stem? Er muss dicht dran sein, wenn er die Verbindung zur Vergangenheit kappt. Alles, was ihm bleibt, ist die Verbindung zum gegenwärtigen, ursprünglichen Stem in der Klinik. Klinik? Beacon Nervenklinik? Dort wird er sein. Er wartet auf ihn. Wenn ihm nicht jemand zuvorkommt, kommt niemand jemals wieder hier raus. Okay. An ihnen haftet der Geruch von Blut. Ach danke, an ihnen haftet die Schönheit der Unterwelt. So. Mal speichern. Oh, Entschuldigung. Oh. Was haben wir denn an Dings? Stöffchen. Ja, was ist Stöffchen? Ich komme gleich wieder. Die ist richtig geil, ey. Ich weiß auch nicht, warum ich die so scharf finde. Ich mal kurz mein Handy holen. So, und weiter geht's im Takti. Wer schreibt denn hier um diese Uhrzeit? So. Wie viel Stoff haben wir denn? Stoff. Wie viel Stoff? 3000. Ne. Gehen wir wieder zurück. Jetzt geht's hier unten lang.
Wir müssen nicht gegen dieses Vieh betteln, oder? Come on. Oh nein. Ich ahne Schlimmes. Hier war doch irgendwas Kleines. Diese Explosionsbolzen, die haben bis jetzt immer geholfen. Das wird wahrscheinlich ein Endgegner sein. Und wird hier raus, oder? Oh, guck! Verdammt. Aua, Schmerz, aua! Steh auf, Junge! Komm, Sebastian! Sackgasse. Ich glaube, wir müssen die Köpfe abschießen, oder? Kann das sein? Explodiert das nicht? Hallo?
Er lädt nach. Er muss nachholen. Und er frisst mich. Ja genau, jetzt wollen wir uns nicht so raus, Bestchen. Du bist der Beste. Ich seh keinen Kopf, ich seh keinen Kopf! Ich hab ihn nicht getroffen! Doch! Oh nein! Der andere Kopf. Nein, Sackgasse! No! Da ist ein Kopf! Nimm doch die... Ich kann mir keinen bauen, ne? Fotze! Fotze! Nein! Ich hab mich verfolgt! Du hast noch einen Schwanz mit dem Auge, wo ist er? Ist er tot? Hallo? Boah, 20.000. Und da liegt noch Munition. Oh ja. Boah, Alter, was ein krasser Gegner. Ich hoffe, von so einem kommt nicht noch einer. War da noch irgendwo Munition? Da ist ein Sniper. Puh. Hier hinten noch Wasser, da, guck mal.
Hast gesehen, wie professionell ich das gemacht habe, Leute? Und da fahren wir wieder auf zu. Kapitel 10. Überlebt. So. Das war Kapitel 10. Nervenaufreiben. Und